bei Möbelmachern in Unterkrumbach direkt neben Heißbruck im Nürnberger Land. Wir möchten Sie heute zum Tag der Küche aus Massivholz am Samstag, den 26. September einladen, bei dem wir das erste Mal in unserer neuen Showküche hier aus Eiche kochen werden. Sie können sich an diesem Samstag unsere Küchenproduktion hier in der Werkstatt anschauen, sich aber auch von unseren Kunden Bernd Müller und Elke Böhne in die Geheimnisse des Sous-Vide-Garns einführen lassen, also in das Vakuumieren von Lebensmitteln und das anschließende Garen im Wasserbad oder im Dampfgarer. Und weil dafür zusätzliche Informationen ganz hilfreich sind, verlosen wir 3 Sous-Vide-Bibeln von unserem Freund Hubertus Tschirne. Alles, was es heute gibt, gibt es tatsächlich aus der Tüte. Unter unseren angemeldeten Besucher, also quasi als Dank, weil sie uns die Planung und den Lebensmitteleinkauf durch ihre Anmeldung so erleichtern. Wir werden gemeinsam Reh, Rind, Lamm, Schwein und Fisch vorbereiten, aber dank der 4 fest installierten Dampfgarer, 3 Thermalisierer und 4 bekochbaren Küchen nebst Vakuumieren von Komet freuen wir uns auch über zahlreiche Mitstreiter oder Mitesser, die den Erfahrungsaustausch bereichern oder auch einfach nur zugucken wollen. Seitdem das Garn im Vakuum immer mehr Freunde findet, ist das Wort Tütenkoch keine Beleidigung mehr, sondern es belegt, dass sich der so Titulierte mit dem Haltbarmachen, dem geschickten Portionieren und eben der Sous-Vide-Gar-Methode auskennt. Besuchen Sie uns zum Mitkochen oder zum Mitessen oder auch nur zum Schauen, denn die Massivholzküchen der Möbelmacher sind immer auch Begegnungsstätten für kochbegeisterte Menschen, egal ob Sous-Vide gekocht oder einfach nur ein Spiegelei gebraten wird. Bernd Müller, Elke Böhner und natürlich alle Möbelmacher freuen sich auf Ihren Besuch. Wie gesagt, mit Anmeldung könnten Sie das Sous-Vide-Kochbuch gewinnen.